Hi zusammen, heute hatte ich mal Lust ins Wohnzimmer zu sitzen, um euch meine neuesten Schnäppchen zu zeigen, beziehungsweise das sind alles Dinge, die ich noch gekauft habe vor meiner Regelverschärfung und sogar vor meiner Shopping-Diät. Da habe ich erst vor kurzem ein Video dazu gemacht und auch schon diesen Haul angekündigt und ich würde sagen, wir legen direkt los mit einer Sache, die ich unbedingt gebraucht habe und zwar Nude Pumps, denn ich war ja auf der Maybelline Gala eingeladen und ich habe da ein schwarzes Kleid getragen und da wollte ich nicht meine schwarzen typischen Booties und die schwarze Strumpfhose tragen, sondern etwas Helles, damit einfach ich ein bisschen gestreckt werde, weil ich ja nicht so groß bin und war überall auf der Suche nach Nude Pumps und es ist so schwierig. Ich war in 6 oder 7 Schuhgeschäften und habe online geschaut und dann war das so das Paar, was ich gefunden habe. Ist jetzt immer noch nicht mein absoluter Favorit, aber von allen Paaren noch das Beste und sie sind bequem. Das heißt, sie haben ich habe mir keine Blasen gelaufen und es hat nichts gedrückt und war alles gut. Nur bin ich es halt absolut nicht gewohnt, auf Absätzen zu laufen. Ich trage das einmal im Jahr oder so und das ist meine Grenze, immer so mein Zeigefinger. Das haben die jetzt erfüllt, so 6-7 Zentimeter. Aber natürlich tat mir nach einer halben Stunde trotzdem schon der Fuß weh, einfach weil ich es nicht gewohnt bin und ja, war anstrengend, aber sie sind trotzdem ganz gut, wie gesagt, sind von Gabor, haben ungefähr 50 Euro gekostet. Dann, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich ziemlich viele Schuhe gekauft in den letzten 2 Monaten. Und zwar habe ich dann auch noch dieses Paar hier entdeckt bei Reno im Sale. Und das sind Slip-Ons von Esprit. Und die waren, glaube ich, reduziert auf 20 Euro und sind einfach von der Farbe total schön schlicht. Gerade für den Sommer mit einer kurzen gestreiften Hose zum Beispiel oder einem weißen Kleid oder ich finde, die passen einfach zu allem. Und dann quasi das Gegenteil in schwarz. Ich habe sie euch schon gezeigt auf Instagram. Dort heiße ich übrigens MyStyle & Fashion, falls ihr mir dort noch nicht folgt. Ihr findet den Link in der Infobox immer verlinkt. Und ja, ich habe sie euch auch schon im Favoritenvideo gezeigt. Meine Vans! Ich liebe sie so sehr. Seitdem ich sie gekauft habe, trage ich sie eigentlich nur noch. Ich habe jetzt auch in Italien nur dieses Paar Schuhe dabei gehabt. Und ich hatte sie ja im Sale im April, glaube ich, geholt. Nicht im Sale, in der Glamour Shopping Week. Und dann waren sie reduziert auf ca. 40 Euro. Und ja, ich werde mir definitiv noch weitere Farben holen, wenn ich dann mal mein Ziel erreicht habe von meiner Shopping-Diät. Dann noch ein paar Schuhe. Das letzte Paar Schuhe. Und die habe ich aber auch nicht selber gekauft. Ich habe sie zwar selber entdeckt, aber kurz danach habe ich eine Anfrage gekriegt von Tamaris, ob ich mir Schuhe aussuchen möchte. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich mich zuvor schon in dieses Paar verliebt hatte. Und zwar habe ich mir dann das hier ausgesucht. Das sind so schöne Ankle-Boots in einem Taupe-Braun. Also ich finde, es ist eben nicht zu kühl und nicht zu warm. Ich finde es einfach wunderschön, auch jetzt gerade zu meiner Hautfarbe. Und es hat so einen Zentimeter Absatz circa und hinten einen roten Reißverschluss, was ich sehr cool finde. Und eben dieses Lochmuster, was mir unheimlich gut gefällt, weil dadurch kann man sie auch sehr schön ohne Socken tragen, zum Beispiel zu einem Rock oder einer kurzen Hose. Und sie sind auch bequem, also sie sind biegsam, sie sind nicht hart oder störrisch. Finde ich genial und ich glaube, die haben regulär 70 Euro gekostet. Könnten jetzt aber auch schon wieder reduziert sein, weiß ich nicht genau. So, das war's zu den Schuhen und dann machen wir weiter mit Accessoires bzw. Schmuck. Und zwar diese Ohrringe hier von Zara. Habt ihr vielleicht schon auf YouTube gesehen, weil ich bin auch dadurch aufmerksam geworden auf diese neue Art von Ohrringen, würde ich sagen. Weil da ist nämlich nicht der Hauptschmuck am Ohrloch selbst, sondern unter dem Ohrläppchen, was ich sehr interessant finde. Und es ist trotzdem super zierlich, aber etwas Besonderes meiner Meinung nach. Und da habe ich mich einmal für die Perlenvariante entschieden und einmal mit diesen blauen Steinchen. Und die haben jeweils 13 Euro gekostet. Dann noch Schmuck für den Körper. Und zwar habe ich mir diese Sticker hier, wollte ich schon sagen, diese Tattoos gekauft. Flash-Tattoos oder Silber-Gold-Tattoos oder hier heißt es zum Beispiel Sensational Tattoo Jewels. Ja, haben verschiedene Namen. Auf jeden Fall ist es aus der aktuellen Sommer-LE von P2. Die nennt sich Beauty Ghost Safari und es ist immer eine LE, die über mehrere Monate geht und immer wieder aufgefüllt wird. Die Sachen sind aber immer gleich am Anfang vergriffen und klar, wenn man immer 2 nimmt, so wie ich, geht es schnell. Aber ich habe damit auch noch einen Look vor für YouTube und deswegen habe ich mir gleich 2 Packungen geholt und ja, bin froh. Die kosten so zwischen 3 und 5 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann habe ich mir noch eine weitere Kette gekauft. Die habe ich gekauft speziell für auch die Maybelline Gala. Da war ich nämlich schon in Berlin und habe gedacht, so ein bisschen Schmuck wäre noch schön und habe dann in Forever 21 für 2,50 Euro diese super zierliche kleine Goldkette gefunden mit der Feder oder dem Blatt dran und ja, für 2,50 Euro kann man nichts sagen und auch von der Qualität her hat es nicht abgefärbt, ist nicht angelaufen am ganzen Abend und
Finde ich gut auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch mir das hier gekauft. Und zwar sind da eigentlich, ich habe sie schon abgemacht, Handschuhe dran von Nike. Und zwar mache ich ja Kraftsport. Und da habe ich schon so richtig stabile Handschuhe mit auch so Gelenkbandage dran für die richtig schweren Gewichte. Aber gerade bei manchen Sachen reibt man sich doch schnell die Hände wund, auch wenn man eben das Gewicht gut halten kann. Und dafür wollte ich noch dünne Handschuhe, die mir nicht im Weg sind sozusagen. Und da habe ich die gesehen im Sportgeschäft bei Karstadt. Und die sind eigentlich für Männer, aber Größe M hat auch gut gepasst und ich habe jetzt keine großen Hände oder so. Und vor allem die Frauenhandschuhe sind meistens pink und auch wenn ich die Farbe mag, hatte ich da keinen Bock drauf. Und die haben mit 16 Euro gekostet, sind super gut. Ich habe sie schon mehrfach benutzt und bin sehr zufrieden damit. Ja, und dann noch etwas Praktisches. Und zwar solch eine Tüte hier. Eigentlich ganz unspektakulär, gibt es schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Aber ich habe sie mir jetzt erst aus der Not heraus vor einigen Wochen gekauft und bin so froh. Das ist nämlich ein riesen Beutel mit langen Henkeln, den man in eine so kleine Tasche verwandeln kann. Und das habe ich eigentlich immer dabei in meiner Handtasche, außer ich nehme jetzt eine ganz kleine Handtasche mit, dann nicht. Aber sonst ist sie immer dabei oder auch wenn ich jetzt noch zur Schule gehen würde, würde ich es da reintun oder zur Uni oder sonst wo, weil man die einfach immer gebrauchen kann. So oft geht man noch kurz irgendwo was einkaufen, besorgen, holen und dann hat man einfach immer eine Tasche dabei. Und die kosten um die 2 Euro, gibt es eigentlich überall. Ich habe sie bei Rossmann gekauft. Und dann zeige ich euch noch ein Kleidungsstück. Das letzte Kleidungsstück, was ich gekauft habe vor meiner Shopping-Diät, also noch im März, ist diese Jeans hier gewesen von Esprit. Ich liebe Esprit-Jeans. Ich ziehe eigentlich nur noch Esprit-Jeans an. Und ich hatte aber nur noch zwei so richtige, die so richtig gut gepasst haben, einfach gut gesessen sind. Die anderen sind schon teilweise ein bisschen ausgeleiert und ja, fühle mich nicht mehr so wohl damit. Ich wollte Abwechslung und habe mir dann eine Jeans geholt, weil ich auch noch einen Gutschein hatte von 10 Euro und noch Punkte. Und dann hat mich die Jeans noch ca. 38 Euro oder 40 Euro gekostet. Und ich liebe sie so. Das ist meine absolute Lieblingsjeans derzeit. Einfach eine normale Röhrenjeans in einem so leicht Acid Wash. Aber wirklich nur ganz dezent und nicht grünstichig, weil das gefällt mir nicht bei diesem Muster. Und ja, ich liebe sie einfach. So unglaublich bequem und die halten einfach so gut. Und ja, dann habe ich jetzt hier noch eine Handtasche. Und das ist eine sehr große Investition gewesen. Vielleicht kennt ihr die Taschen von Celine. Das ist eine sehr teure Marke. Und da hatte ich mich in eine Handtasche verliebt, die so um die 1500 Euro kostet eigentlich. Und das würde ich niemals für eine Handtasche ausgeben. Okay, man sagt niemals nie, wenn ich jetzt eine Million gewinnen würde. Vielleicht, aber ich glaube auch eher nicht. Weil ich einfach denke, eine Qualität für 1500 Euro ist der Preis einfach nie gerechtfertigt. Da zahlt man auf jeden Fall mehrere hundert Euro nur die Marke und das Prestige, dass man es halt hat. Und deswegen war ich halt immer traurig, weil ich so viele YouTuber und Blogger sehe, die Tasche einfach haben. Und dann war ich so glücklich, als ich dann meine Lieblingstaschenmarke, das ist nämlich mittlerweile Michael Kors, entdeckt habe, dass sie so ein ähnliches Modell haben, was mir noch besser gefällt. Hier, das ist meine neue Handtasche. Ich habe mir letztes Jahr auch eine Michael Kors gekauft, so eine etwas größere Shoppertasche im Outlet Center und habe sie seitdem dauernd benutzt und sie ist einfach so toll von der Qualität, der Reißverschluss, alles so toll. Sieht noch aus wie neu, obwohl ich sie fast täglich benutzt habe und deswegen war ich so überzeugt von der Qualität und die hat eigentlich 400 Euro gekostet, war mir nämlich auch noch zu teuer. Ich habe so eine Grenze von 300 Euro für Handtaschen und jetzt war die reduziert auf 290. Yay! Ich habe mich so gefreut, habe es gesehen und sofort bestellt. Ich wollte nicht noch warten und ich finde die so toll, so schön. Sie ist sehr stabil. Man kann sie toll hinstellen, so. Sie sieht sehr schick aus, kann man auch gut für so geschäftliche Sachen nehmen. Aber sie ist trotzdem weich, also man kann sie trotzdem gut öffnen oben. Es ist nicht so, dass es irgendwie störrisch oder hart wäre. Und der Kauf hat sich für mich einfach so gelohnt. Ich liebe die Tasche. Sie hat auch einen langen Henkel. Sie ist nicht zu groß, sie ist nicht zu klein. Es passt alles rein. Sie hat innen noch mehrere Fächer und noch zwei Reißverschlussfächer und außen ein Reißverschlussfach. Und oh, ich liebe sie. Ja. So viel dazu. Genug Taschenliebe, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!